Wir dürfen begrüßen hier auf der Bühne unseren Bürgermeister aus Friedberg, Kittil Dahlhaus. Ja, danke für die Einladung. Ist ja wunderschön hier. Ihr habt mal wieder alles perfekt organisiert. Danke. Und vor allen Dingen, wer hat es organisiert? Also erstmal ganz, ganz liebe Grüße von der Stadt Friedberg. Ich möchte ganz großen Dank sagen an die Ehrenamtsagentur TG Friedberg, an die DLRG und Mensch mach mit, die das hier auf die Beine gestellt haben. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Es gibt selten so Orte, die das so lebendig, so voll, so engagiert und dann auch bei so tollem Wetter machen. Also großen Applaus hier an die Organisatoren erstmal. Ehrenamtlich. Dankeschön. Ja. Macht ihr jetzt ein Quiz mit mir? Nein. Nein, nein. Schuhgröße, Haarfarbe, ach nee, das wissen die doch okay. Alle. Ja, mittlerweile. Ja. Nein, wirklich. Also man kann nicht oft genug betonen, was für einen Wert Ehrenamt hat. Wir als Stadt, es wird ganz, ganz viel gemacht, organisiert, auf die Beine gestellt, was im Stadtbild aktiv ist und was die Stadt dann nicht mehr machen muss, aber was für die Stadtgesellschaft da ist. Und wir sehen auch den großen Wert davon und haben jetzt auch was auf den Weg gebracht, nämlich, dass wir eine Stelle schaffen, eine hauptamtliche Stelle für Bildung und Ehrenamt. Also ein Bildung- und Ehrenamtskoordinator, Koordinatorin. Genau. Das soll nächstes Jahr kommen, einfach weil auch der Wunsch da war. Wir hatten mit der Ehrenamtsagentur gesprochen. Ihr seid ja so habt eine Vermittlerrolle, ihr habt so eine Dachrolle oder nehmt die langsam ein. Ja? Also wenn es darum geht, was für Vereine gibt es in Friedberg, dann habt ihr die aktuellste Liste und fühlt euch auch oder seid auch der Vermittler. Oder das ist auch eine Rolle, die jetzt so sich so langsam erst bildet oder wo die Leute auch wissen, aha, dafür steht ihr oder ihr seid auch gerade dabei. Genau, also deswegen, und euer Wunsch war, dass es einen Ansprechpartner bei uns gibt. Ne? Nicht, dass ihr bei uns durchs Rathaus rennen müsst, von Tür zu Tür. Geht zu dem, sondern dass es eine Person gibt, die für euch zuständig ist oder die dann auch für das Ehrenamt zuständig ist. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, genau. Finde ich ganz wichtig. Ich meine, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Da musst du Absprachen treffen mit dem Kulturamt, mit dem Ordnungsamt, ja. Mit Brandschutz, mit etc., etc. Ja. Und da ist natürlich schön, wenn man so einen, ich sage mal, einen Spock, einen Single Point of Contact hat, wo dann die Fäden zusammenlaufen, beziehungsweise der einem sagen kann, okay, ihr braucht das, das, das. Ja? Das gab es vorher so in der Form nicht. Ja? Ausschankgenehmigung beantragen, wo mache ich das, ja. Wie mache ich das? Nur mal so ein paar kleine Beispiele zu nennen. Super, dass da in der Richtung von der Stadt vorangegangen wird. Und ich glaube, dass das für das Ehrenamt an sich hier in Friedberg auch sehr wertschöpfend sein kann. Ja, weil ich sag mal, so eine Stelle oder auch das, was ihr macht, es gibt ja Probleme, Themen, die Vereine haben, die alle Vereine haben. Und jeder muss immer von null auf dieses Thema bearbeiten. Und genau, das ist ja auch eure Aufgabe, dass ihr da informell unterstützt, die Leute bei der Hand nehmt, ne? Social Media, Sponsoring, Ausschankgenehmigung. Jeder fängt bei null an und alle haben dieselben Themen. Und da gibt es quasi eine Dachorganisation, so wie der Kreis für die Kommunen. So ungefähr stellt man sich das vor. Sind einfach Synergien, die da geschaffen werden. Ja. Ja, das heißt, für 25 kann es nur noch bunter, aktiver, schneller oder weiß ich was gehen. Ja. Vielen Dank. Danke. Ich wollte noch eine Sache sagen zu heute. Das Besondere vom Ehrenamtstag ist, also man hört aus vielen Vereinen, wir suchen Nachwuchskräfte, wir finden keinen Kassenwart, wir müssen bald schließen, wir haben keine Mitglieder. Das ist oft so ein, da hört sich das Ehrenamt so anstrengend an, sage ich mal so. Ne? Amt hört sich auch so nach Aufgabe an. Wir haben ja im letzten Podcast auch darüber gesprochen. Ne? Richtig, ja. Und das Wort Ehre ist dann wieder so ein junges Wort. Ne? Es gibt das Wort Ehrenmann, Ehrenfrau und so weiter. Habe ich dich ja auch so genannt. Und, aber Amt klingt so nach Pflicht. Und der Hands-on, Ehrenamtstag, der zeigt die andere Seite. Der zeigt, dass Ehrenamt begeistert, dass es Spaß macht, was dahinter steht. Wir sehen ja die Menschen, die hier ihre Vereine vertreten. Und da ist ganz, ganz, ganz viel Begeisterung. Und die springt über. Und das ist das Tolle vom Hands-on-Tag. Und dafür möchte ich euch sehr, sehr herzlich danken. Dankeschön. Ich danke dir. Vielen Dank. Ja. Ich glaube, der Dank geht an alle, die jetzt hier ganz stehen, genau. Die mitmachen und die beteiligt sind. Es sind sehr viele. Und es zeigt auch, dass Ehrenamt nicht nur in einer Richtung ist, sondern wenn man sich hier mal diese bunte Vielfalt anguckt, die jetzt nicht nur von den Farben der Pavillons betrachtet, sondern wir haben was Sportliches dabei, wir haben soziales Engagement dabei, wir haben Kultur, musikalisch, ja. Theater und. Es ist so breit, also ich glaube, da könnte man noch eine Stunde die Liste weiterführen. Aber man sieht es ja hier, genau. Und das ist schön und ich denke, da ist für jeden was dabei und jeder kann
und soll sich so einbringen, wie ihm das möglich ist oder ihr das möglich ist. Und es muss nicht immer gleich der Kassenwart sein. Ne? Aber den brauchst du auch. Den brauchst du auch. Okay. Und, aber man kann sich auch mit kleinen Sachen einbringen. Ich sehe das jetzt mal bei uns im Verein, wenn wir dann nur mal jemanden brauchen, der mal eine Stunde mithilft, zum Beispiel das Auto zu beladen, um Sachen von A nach B zu bringen. Genau, dass man mal kurz helfen kann, das hilft euch viel, gerade so internationales Spielefest, Mensch macht mit Festival oder sowas, da braucht ihr kurzfristig Leute, dann ist man nicht so gebunden, Leute haben auch nicht immer Zeit, aber dann hat man mal so einen Zugang und vielleicht überlegt man sich dann doch mehr zu machen. Und dafür ist der Tag heute da, reinzuschnuppern, zu probieren, das Angebot zu sehen, und ich wünsche euch noch viel Spaß, Ärmel hoch, hands on. Vielen Dank. Ja. Schönen Tag noch. Vielen, vielen Dank, dass du heute danke, Dankeschön. Hier bist.